Viele der Betroffenen wissen es vielleicht gar nicht, aber nach Schätzungen leiden rund 800.000 Österreicher, also etwa jeder Zehnte, an einer Krankheit namens COPD, der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit. Sie beginnt mit Husten und mit Atemnot und sie endet am Sauerstoffgerät. Etwa 30.000 Menschen im Land müssen ständig mit Sauerstoff versorgt werden, weil ihre eigene Lungenfunktion nicht mehr ausreicht. Im Alltag bedeutet das ganz massive Einschränkungen. Aber ein neuer Verein versucht da nun zu helfen. Für Rudolf Doms ist das kein Spaziergang, sondern ein Kraftakt. Nach 100 Metern ist Schluss. Er braucht eine Pause. Bald muss der 71-Jährige wieder sein Sauerstoffgerät füllen. Es ist nach wenigen Stunden leer. Nach einer gewissen Zeit kommt man aber drauf, dass eigentlich wie ein Fessel ist. Man muss immer zu einer bestimmten Zeit in der Nähe von einer Tankstelle sein, von einem Behälter. Und wenn das nicht funktioniert, kriegt man auf einmal zu wenig Luft. Seit 5 Jahren braucht der Niederösterreicher rund um die Uhr einen Sauerstofftank. An Reisen war kaum zu denken, bis jetzt. In St. Pölten trifft er andere COPD-Patienten. Sie waren gemeinsam in Italien und Kroatien. Ein neuer Verein hat in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe diesen Urlaub organisiert. Für genug Sauerstoff ist gesorgt. Pensionierte Ärzte begleiten die Teilnehmer ehrenamtlich. Ich kämpfe gegen die Vereinsamung der alten Leute an. Und meine Schwiegermutter ist 87 und sie fährt mit uns noch immer 6 Wochen nach Gran Canaria. Und sie könnte nicht mehr alleine fahren. Für sie ist eine Sicherheit und das ist der Vorteil. Es hat diese Sauerstoffversorgung gut funktioniert. Es war sogar einmal ist einem Kollegen der Sauerstoff ausgegangen, weil das Gerät kaputt war. Und innerhalb von 9 Minuten wurde er mit einem neuen Sauerstoffgerät versorgt und war alles okay. Also. Die chronisch fortschreitende, nicht heilbare Lungenerkrankung COPD ist eine Volkskrankheit. Besonders gefährdet sind Raucher. Den Vorwurf, dass die Krankheit selbst verschuldet ist, hören sie oft. Noch öfter machen sie ihn sich selbst. Das macht das Leben mit schwerer COPD nicht leichter. Soll ich mich selber im Nachhinein als Deppen bezeichnen? Ja, ich weiß es, aber bringt ja nichts. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es jetzt so ist. Ich kann es nicht rückgängig machen. Deshalb schaut Rudolf Doms nach vorne und plant wieder eine Reise. Seine Krankheit bezeichnet er als Fessel. Die Möglichkeit, wieder zu reisen, hat ihn ein Stück weit davon befreit.